Ihre Gegenspieler hatten einmal rote und einmal blaue Haare. Hat Sie das irritiert oder hat das nicht interessiert? Ja, das interessiert mich nicht. Es ist mir egal, wer ich mein Gegenspieler. Rot oder blau, ist mir egal. Ich mach mein Tor. Chmielewski. Djapa. Maric. Djapa und Tor. 2:2. Riesenstimmung unter den 3.610 Zuschauern. Der verdiente Ausgleich für den Regionalligisten. Und der Torschütze Olivier Djapa, der Mann aus Kamerun, der ein ganz starkes Spiel machte, solange die Kräfte bei ihm hielten. Reutlingen danach wie entfesselt. Spiel auf ein Tor. Kam immer mehr unter Dampf, vor allem mit Djapa. Ja, du lieber Gott. 9. Minute, 2:0. Nach der kalten Dusche folgte die eiskalte Dusche für die Unterfranken. Beim ersten Tor, da war es Mitic, der locker nebenher trabte. Und jetzt passen sie auf die Zeitlupe auf. Jetzt ist es der andere Manndecker, nämlich Cekovic, der dem Stürmer aus Fulda, ist er gekommen, den Vortritt lässt. Also, was machen die Trainer für Gesichter? Der Fee, der Armin, der ist cool. Und Vasic, au Mann. Dann war endlich Olivier Djapa an der Reihe. Sein 9. Saisontreffer, sicher auch sein schönster. Zur Pause führte der SSV mit 4:0. Reutlingen wurde stärker in diesen letzten Minuten der ersten Halbzeit. Olivier Djapa ungedeckt, nickt. Und der Ball im Tor. Noch einmal. So sträflich frei darf man Olivier Djapa einfach nicht zum Kopfball kommen lassen. Das 1:0, die logische Konsequenz. Dann war Halbzeit und dieser Herr ging erst einmal zum Pausentee. Langer Ball der Reutlinger, hier, und dann Stellungsfehler von Giuliano. Und was für einer. Olivier Djapa immer da, wo er zur Stelle sein muss, meldet er sich an. Das 2:0, reine Formsache. Aber noch einmal der grobe Schnitzer hier. Von Giuliana. Kein Problem, natürlich, für Olivier Djapa hier zu vollenden. Und seine Miene passte gar nicht zum Spiel seiner Mannschaft. Sie führte immerhin mit 3:0. Und dann wieder Olivier Djapa, ungedeckt, ein weiteres Mal. Dann nickt er zum zweiten Mal ein. Sein dritter Treffer in dieser Partie. Becker kann frei flanken. Und der FSV hatte sich spätestens zu diesem Zeitpunkt aufgegeben. Der Kommentar von Michael Blättel, Mann, 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 das war zum Haare raufen. Dieses Spiel hatte er so nicht erwartet. Er wollte Kampf von seiner Mannschaft. Und was er erhielt in der zweiten Halbzeit, war Halbherzigkeit. Olivier Djapa im Doppelpass mit Becker. Jetzt machten sie es so, wie sie es wollten. Das 5:0, der Endstand. Ganz einfach. Wenn man Chance hat, muss nur reinmachen. Kreuzeiche lockte heute gerade mal 1500 Zuschauer ins Stadion. Aber die Daheimgebliebenen verpassten ein torreiches Spiel und einen überragenden Olivier Djapa. 17. Minute, das 1:0 für den Tabellenführer. Reutlingens Trainer Armin Fee musste nicht lange warten, denn Torgarant Djapa brachte den SSV nur 9 Minuten später wieder in Führung. Burghausen, nach dem Platzverweis von Libero Kostner zahlenmäßig geschwächt, mussten dann auch noch das 3:1 durch Reutlingens Keber hinnehmen, ehe erneut Djapa die Reutlinger Fans zum Jubeln brachte. Den Schlusspunkt setzte dann, wer könnte es anders sein, erneut Olivier Djapa, der mit seinem 20. Saisontreffer den hochverdienten Sieg der Reutlinger perfekt machte. Pfullendorf von der 40. Minute an nur noch mit 10 Mann, kam nach Seitenwechsel immer mehr in Bedrängnis. Und dann glückte Djapa, dieser Glücksschuss, zum 2:2 Ausgleich. Für Djapa Saisontreffer Nummer 21. Absolut chancenlos. Das 4:1 für den SSV, 12 Minuten vor Spielende. Olivier Djapa Saisontor Nummer 24. Dabei blieb's Reutlingen, erreicht abgeklärt und souverän seinen 11. Heimsieg. Und das ist wieder ein Fall für Becker. Die Chance schon vorbei und dann kommt Djapa. Das erste Zweitligator für Reutlingen nach 24 Jahren. Und sympathisch, dass es ausgerechnet er schießt, Olivier Djapa. Aus Kamerun kommt der letzte Saison. 36 Tore in 34 Spielen. Die Chance schien schon vorbei. Schauen Sie sich das an. Der Freistoß bringt nicht geklappt, aber dann blitzschnell Djapa.
Dimo Wache ohne Abwehrmöglichkeit. 18. Spielminute, Tor für den SSV Reutlingen durch die Nummer 11. Und schauen wir auf Armin Fee, der auch ruft das Spiel nach wie vor auf hohem Niveau und auch noch schnell. Das ist Jan Hoffmann. Hat viel Platz. Neustädter greift ihn halbherzig an. Attackiert nicht richtig. Jappa. Und drin ist er. 3:2. Das zweite Tor von Olivier Jappa. 30 Jahre alt. 5 Jahre spielt er in Bayern Hof in der Regionalliga. Den hat keiner entdeckt. Gibt's das denn? Aber schauen Sie auch nochmal. Manuel Friedrich zu weit weg. Er bekam ihn nie in den Griff während der ganzen Spielzeit. Und Armin Fee vielleicht vor seinem ersten Sieg in der zweiten Liga. Dai, der Sündenbock oder der Unglücksrabe. Hier im Kopfballduell geht seine Hand zum Ball. Klare Sache. 11 Meter, Schiedsrichter Berg aus Korns und Jappa. Der Anschlusstreffer nur 4 Minuten nach dem scheinbaren K.O. Olivier Jappa. Fans sind wieder da, dank Olivier Jappa. Und jetzt entwickelt sich ein flottes Spiel zum echten Pokalfight. Lexer wird eingewechselt, genau wie Hoffmann, ein weiterer Stürmer. Armin Fee setzt auf totale Offensive. Und das ist Lapaczynski. Auf Hoffmann. Jappa! 2:2, kaum zu glauben. 66. Minute und da ist es wieder. Das Jappa-Feeling an der Reutlinger Kreuzeiche. Für mich kaum zu glauben, dass dieser Mann jahrelang in der dritten Liga spielte, dass niemand im Profibereich ihn entdeckt hat. Olivier Jappa. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Erneut Hoffmann. Olivier Jappa, was für ein Hammer, was für ein Stürmer. Olivier Jappa. Der SSV Reutlingen bezwingt den alten Tabellenführer St. Pauli. Durch dieses super Tor von Olivier Jappa mit 2:0. Jappa, Lexer lupft und dann Jappa, Olivier Jappa, unnachahmlich in seiner Art, der Torjäger aus Kamerun. 3:1 für Reutlingen. Was war das für eine feine Vorarbeit von dem Österreicher Lexer? Der 24-jährige düpiert die Aalener Abwehr. Und Jappa wie einst Gerd Müller. Sein 4. Saisontor, alle übrigens im eigenen Stadion erzielt. Und sein Dank, der galt natürlich dem Vorbereiter. Das 14. Gegentor für die Westfalen zeigt, woran es mangelt. Die Abwehr ist so löchrig wie Schweizer Käse. Mit Peter Vasiljevic hat man einen Serben aus Spanien verpflichtet, der die Löcher stopfen soll. Aber der fehlte heute natürlich noch. Und das war das Ergebnis. 4:1. Und den Torschützen muss ich Ihnen ja nicht mehr vorstellen. Jappa, Jappa, du. Hieß es am Kreuzweg nach einer Stunde. Das 4:1 durch Olivier Jappa und jetzt wurde der Kreuzweg zur Kreuzigung für die Westfalen. Die brachen ja vollends auseinander, unbeweglich, starr, gepeinigt mussten sie ihr Schicksal über sich ergehen lassen. Hier nochmal das 4. Tor für alle Aalen-Fans zum Mitleiden. Mit der Führung im Rücken kombinierte die Arminia jetzt sicher und vor allen Dingen sehr ansehnlich. Dirk Flock, Jörg Bode noch einmal. Dirk Flock, der war heute zum ersten Mal dabei. Genauso wie Tobias Schäper auf der linken Abwehrseite hier mit der Nummer 24. Zum ersten Mal in dieser Saison in der Mannschaft. Sein Pass zurück. Stefan Lexer dazwischen. Olivier Jappa. 1:1, da hat es mal wieder gejappert. Aber schauen Sie sich das an. Meditative Verbundenheit der Arminia-Abwehr mit diesem lauen Herbsttag. Tobias Schäfer schiebt den Ball zurück. Keiner will ihn haben. Weder Arne Friedrich noch Dennis Eilhoff. Nur Lexer. Der ist schnell. Und dann das 6. Tor von Olivier Jappa. Der ja kurioserweise nur im eigenen Stadion trifft. Nur hier im Stadion an der Kreuzeiche. Olivier Jappa wieder. Mit dem Rücken zum Tor. Das ist der lauffaulste Spieler beim SSV Reutlingen. Aber an Effektivität muss ihn erst einmal jemand überholen. Da ist er wieder am Ball und jetzt geht er auch mit bei der Situation. Ralf Becker. Lexer. Herausragend. Lexer, Eilhoff und Jappa. Jappa Dappadu.
3:1. Sein 7. Tor damit. Also hat er erst einmal die Torezahl von Martin Driller erreicht. Eilauf mit der Reaktion. Der Ball muss nicht festgeschossen werden. Er muss nur dahin, wo der Torwart nicht ist. Und dann natürlich wieder im eigenen Stadion. Der Mann aus Kamerun scheint die schwäbische Mentalität angenommen zu haben. Das Aufsteiger Reutlingen hat bislang in fast allen Spielen ein Tor gemacht. Nur in Nürnberg ging man leer aus. In den letzten 6 Spielen trafen sie 14 Mal. 4 Tore davon erzielte Olivier Djapa, der Kapitän. Hier haben wir Djapa gegen Aschanin. Djapa, der Ausgleich nach 36 Minuten. 8. Saisontor für Olivier Djapa. 7 hat er zu Hause geschossen. Das allererste Mal, dass er auswärts trifft. Was für ein herrlicher Treffer. Keine Chance für Uwe Kaps. Ein wunderschönes Tor, der Ausgleich. Natürlich überraschend. Asusi. Und dann dieser Patzer von Suhrmann. Und da gibt es kein Halten mehr für Olivier Djapa. Djapa Dapadou. Das 9. Saisontor für den Ausnahmestürmer aus Kamerun. Unnötig aus Fürther Sicht. Asusi hier viel zu lässig mit der Hacke, dann der Patzer von Suhrmann. Und bei Olivier Djapa hat die komplette erste Bundesliga gepennt. Wenn der mal am Ball ist, wie soll man diesen Brocken von einem Mannskerl noch halten? Pausenstand 1:1. Aber die Reutlinger präsentierten sich trotz der schlechten Auswärtsbilanz erst 2 Punkte überraschend abgezockt. Stefan Lexer mit 6 Top-Vorlagen, Torvorlagen, wird eher langsam auch für die Bundesliga interessant. Und sein Partner ist Olivier Djapa gegen 2. Renn und Franke, er kann sich von beiden befreien. Und schließlich auch seine Mannschaft vom Auswärtsflug. 1:3, Djapa mit Saisontor Nummer 10, seinem 2. Auswärts. Mir liegen Tore im Blut und dem muss man nur diese Zeitlupen hinzufügen. Zehn Minuten vor Schluss waren die Chemnitzer demoralisiert. Für ihn kam der Georgier Michael Sayaya. Frommer mit starken Szenen heute. Das Leid der Saarbrücker hatte noch kein Ende. Eckstoß, Eck und Djapa. Na endlich, wird er sich sagen. Jetzt habe auch ich mein Tor. Am letzten Mittwoch wurde er 31 Jahre alt und der Mann aus Kamerun besorgte sich selbst das Geschenk. Zu 1. Djapa. Sumyala. Gegen Olivier Kayas. Lexa. Djapa. Olivier Djapa. Und da ist er. Der Ausgleich. 1:1. Sein 12. Saisontor. Aber schauen wir auf die Entstehung. Erst ist Anti die Bremse, dann beschleunigt er und freie Bahn für Djapa. Das 10. Tor, das er im eigenen Stadion erzielt, der Afrikaner reist nicht gerne in die Fremde. Er sollte offensiv etwas bewegen. Das tat er auch. Hier zunächst gestoppt von Dermech, dann Cerundolo. Was für ein Pass! Djapa dazwischen. Djapa Dapadou. 1:0. Das war das 2:0 natürlich. Das 13. Tor für ihn, für Olivier Djapa. Stefui, keine Chance. Man glaubt ja, wenn man ihn so sieht, er hat eine Statur wie ein Überseekoffer aus Kamerun, aber wenn der sich dann mal in Bewegung setzt, achten Sie mal auf diese Schnelligkeit. Und die Ballbehandlung natürlich exzellent. 2:0, Reutlingen verdient vorne.
Wir sind jetzt in der Schlussviertelstunde der Begegnung. Reutlingen noch einmal aktiv. Jan Hoffmann, guter Antritt. Djapa 1:3 nur noch. Endlich das 14. Saisontor durch den Stürmer aus Kamerun. Noch ein wenig Hoffnung keimte jetzt auf. Markus Osthoff, auch kein Kind von Traurigkeit. Sie sehen es an dieser Statistik. Djapa! Ja! Oh, sie passen einfach nicht auf in der Abwehr. Olivier Djapa. Da macht es wieder Djapa, Dapadou im Stadion an der Kreuzeiche. Er hat den besten Torjäger der zweiten Fußball-Bundesliga. Treffer Nummer 15 in dieser Saison. Und wer hat dieses Tor vorbereitet? Es war Lexa und Sie haben gesehen, wir haben das Bild angehalten. Djapa nicht im Abseits. Perfekt getimter Pass. Welch ein Spieler und den werden wir in der Bundesliga wiedersehen. Stefan Lexa, da bin ich mir sicher. Dazu muss der SSV Reutlingen nicht aufsteigen, denn der geht, das habe ich Ihnen schon gesagt. Das war der Paukenschlag zum Pausenpfiff. Also 2:0 Führung für die Gastgeber gegen Borussia Mönchengladbach. Wird das schon die zweite Auswärtsniederlage hintereinander, nachdem man ja in Aalen zuletzt verloren hatte. Auf jeden Fall die Gladbacher spielerisch ausgenockt durch formidable Reutlinger. Wir freuen uns auf Hälfte 2, die Höhepunkte gleich mit Klaus Grönewald nochmal in der Pause.